Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, da sind wir wieder. Die drei vom Trader YouTube Team. Der Dennis, der Julian, der Micha. Hallöchen. Und erstmal vorneweg wieder vielen Dank für die vielen Likes und Kommentare. Auch gerade, dass euch das Commander Multiplayer Video so gut gefallen hat. Einen ganz speziellen Dank an Tobias Latzer, der geschrieben hat, er will sich jetzt hier in der Mischung mit Ixalan, will sich einen Dino Commander bauen. Das ist natürlich auch eine coole Klamotte, was man da mit den dicken Dinos aus Ixalan so machen kann. Also die Begeisterung war spürbar da, sowohl für Commander als auch für das neue Magic Set Ixalan. Kommen wir zu den Gewinnern. Ultimate Guard Sponsors Package Gewinner der letzten News ist Frank Thomassen. Und der Gewinner aus dem Commander Multiplayer Video ist tatsächlich Gandalf der Graue. Haben wir gesagt, guck mal, Gandalf macht auch mit. Das war alles gute Gandalf, ne? Hat sich da den Sieg erzaubert. Ja, ne, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder Sponsors Ultimate Guard Package. Und zwar haben wir dabei ein Boulder Deck Case 80 Plus und Supreme Sleeves zweimal. Ne? Und ihr seid dabei, wenn ihr uns ein Abo gibt, das Video liked und einen Kommentar hinterlasst. Sorry, ich weiß auch nicht so geduscht. Ne? Okay, kommen wir zu den aktuellen Sachen. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf jeden Fall unsere Facebook-Aktion zu Ixalan läuft noch. Schaut da rein, wir verlosen ein Display auf Facebook. Wenn wir 1000 Likes bekommen, gibt es noch eine zweite Box. Und bei 3000 Likes für unsere Facebook-Seite hauen wir noch eine dritte Display-Box raus. Also da lohnt es sich mitzumachen. Dann steht das Wochenende knallhart im Zeichen von der Ixalan Pre-Releases. Das heißt, Bundestagswahl auch. Ne, aber natürlich auch im Zeichen von Ixalan. Das heißt, am Samstag bei uns im Trading Card Superstore, da machen wir einfach mal Set kennenlernen und schön zocken. Läuft über Voranmeldung, also ist auf jeden Fall auch eine Gelegenheit, uns mal kennenzulernen. Kommt da gerne vorbei. Und Sonntag geht es dann in Dülmen richtig hart zur Sache. Denn da nochmal der Teaser für Dülmen, wieder Deutschlands größter monatliche Magic-Event mit Pre-Releases Ixalan, Pre-Release-Party, Modern, PPTQ, Legacy, MKM-Trial. Und da gibt es mega fette Preise. Ixalan-Booster, teure Einzelkarten und auch wieder Ultra-Pro-Preise dieses Mal und auch wieder Verlosungen, dass 10 Teilnehmer direkt einen Preis gewinnen. Also da, wenn ihr mal auf ein großes Turnier kommen wollt, schaut da rein. Gut, kommen wir zu den Kommentaren. Thorsten sagt, hätten wir mit Commander Multiplayer nicht warten und ein Video machen können? Muss man zu sagen, ja, das Video kam mir so im zweiten Teil schon sehr lang vor, der war ja über eine Stunde. Der erste Teil war praktisch eine halbe Stunde. Insgesamt wären es 90 Minuten gewesen, also fast schon praktisch schon Spielfilmlänge. Wir sind eigentlich von der Überlegung her, dass wir es nächstes Mal noch kürzer halten wollen. Oder wir machen sogar drei Teile raus, einfach weil das für die Zuschauer dann zu lang wird, sich das da über eine Stunde reinzupfeifen, wird ein bisschen anstrengend entsprechend. Aber wir bleiben dabei, uns weiter zu optimieren. Ich möchte wissen, auf was wir hätten warten sollen. Mit dem Veröffentlichen des zweiten Teils. Mhm. Und dann praktisch einen Teil zusammen. Wie gesagt, es ist ja alles in einmal gefilmt. Also es genau, ist ja nicht aber so, vom Editing wollten wir natürlich auch abliefern da. Stefan hat kein Facebook wegen der Facebook-Aktion und fragt, ob wir nicht auch auf YouTube mal eine Display-Verlosung machen können. Aktuell noch nicht. Du würdest dich mal darüber freuen. Ja. Ne? Also wir machen ja schon entsprechend viele Zubehörverlosungen auf YouTube entsprechend von Ultimate Guard und von Ultra Pro, wenn ihr da in den Videos dabei bleibt. Vielleicht wird es auch mal um Weihnachten rum da mal wieder gewitzerte Weihnachtsaktion geben. Eventuell packen wir da noch ein paar Krebooster mit rein. Schauen wir mal. Aber eigentlich soll es so bleiben, wie es jetzt ist. Displays sind auf Facebook und Zubehör ist auf YouTube. Dann haben wir da auch eine Trennung drin. Sebastian, fragt uns, ob wir in Magic the Gathering Arena Potenzial sehen, Dennis, oder ob das nur ein Hearthstone-Abklatsch wäre. Diese Frage an dich. Was hältst du davon vom ersten Eindruck? Was heißt Hearthstone-Abklatsch? Also mein erster Eindruck war auch, okay, ich sehe gerade Hearthstone, aber da ich selber zum Beispiel kein Hearthstone spiele, ja, würde ich Magic the Gathering Arena spielen im, ja, Moment. Ich sehe es auch nicht als Abklatsch. Ich denke, es ist eine viel schönere Plattform, nur da muss noch wahnsinnig viel dran gemacht werden und an irgendwie an Inhalt reingebracht werden, damit es zu dem wird, was ich hier gerne am Tisch spiele. Ja. Damit ich auch sage, okay, ich setze mich da abends irgendwie zu Hause hin und daddel gegen Leute. Aber ich, also ein Abklatsch nicht, natürlich
Hearthstone ist so ein Kassenschlager, die haben sich da sehr viel rausgenommen. Genau, ich denke auch, schauen wir mal, was passiert. Ne, wir bleiben in der Entwicklung auf jeden Fall dabei und geben euch da auch weiter Infos zu. Gut, was ist die Woche über passiert? Ja, wir haben Deathmatch Commander 2017, unser Multiplayer-Duell, den zweiten Teil veröffentlicht. Also da ist das Match jetzt final online in voller Länge. Ne, und Ladewing hat verloren. Zu Commander 2017 noch eine Information, wenn ihr es noch nicht habt. Es wird im November, für November 2017 ist ein englischsprachiger Reprint angekündigt. Das heißt, dann werden die Boxen nochmal wohl kurzfristig günstiger werden. Aktuell ist es ja momentan relativ am Markt sehr stark verknappt. Das heißt, da vielleicht nochmal so mit dem Hinblick drauf, wenn ihr es euch englischsprachig leisten wollt, dann kann man sich das noch unter den Weihnachtsbaum legen. Gut, jetzt aber zu den News. Wir haben schon im Vorfeld einmal angesprochen, das muss eigentlich mal passieren, denn es gab ja mal wieder einen Leak, was dann zu einer Veröffentlichung geführt hat. Das ist voll new und so. Ja, und zwar gibt es vom kommenden Superset Iconic Masters. Das wurde komplett veröffentlicht. Kurz zur Information, Iconic Masters ist wieder ein 249 Karten, so gesehen Extra-Set. Veröffentlichungstermin ist der 17.11.2017. Und es wird so ein Set sein wieder, es ist ja eine Masters-Edition, also wie Eternal Masters, wie Modern Masters, sind das Nachdrucke spielstarker Karten. Diesmal, ja, so mehr Creature-lastig, ne, die halt einfach da, es soll halt einfach spannende Multiplayer-Draft-Partien geben. Da packen sie für jeden ein bisschen was rein, quer durch die ganze Epoche von Magic. Drachen sind dabei, andere spielstarke Karten sind auch teure Rares oder Mythic Rares sind da im Reprint wieder drin. Ne, in der Stückzahl wird das Set wieder enthalten, 15 Mythics, 53 Rares, 80 Uncommons, 101 Commons. Ne, wir werden natürlich das auch dann bespielen und euch da auch weitergehend berichten. Jetzt aber erstmal kurz zur Information, die Highlights der Iconic Masters. Serie. Vorab frage ich mich, was daran spannender sein soll, das Powerlevel zu erhöhen. Also was macht das Spiel spannender, wenn das Powerlevel höher ist? Es kann auch spannend mit einem niedrigen Powerlevel sein, denke ich. Also im Groben ist es ja so, wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld für Magic, für das Magic-Erlebnis bezahlen willst, dann hat man es ja schon gesehen, wenn du Eternal Masters oder Wonder Masters draftest und dann damit ein Spiel machst oder so, ist ja schon mega geil. Ne? Also ich mag die Karten und das Draften schon ist echt ganz, mal krass. Das, ne? Also, das Draften ist ein ganz anderes, aber ob es spannender ist, weiß ich nicht. Ja, es ist ja so, der Hersteller will natürlich seine Karten. Außer, dass sich nachher mehr Leute aufregen, dass sie kein Geld gezogen haben. Ja, ne, also dieses Set, es enthält keine Fetch-Länder, es enthält viele gute Karten, aber der Money-Level so gesehen ist nicht so hoch wie bei Modern Masters. Ich würde es eher in der Region von Eternal Masters ansiedeln. Guck mal, wie es sich entwickelt. Es ist natürlich ein verknapptes Produkt. Also wir wissen jetzt aktuell noch nicht, wie viel kommt denn wirklich auf den Markt. Das ist natürlich auch wieder sehr entscheidend für die Preisgestaltung dann nachher. Es ist ein sehr limitiertes Produkt, das heißt, es wird zugeteilt. Man kann also nicht als, wie wir jetzt als Händler, limitlos bestellen und einfach mal sagen, hier, wir hauen mal raus. Das geht leider nicht. Auch aktuell gibt es noch keinen Presale dazu, nur schon mal für euch die Information. Presale wird dann irgendwie im Oktober starten, weil es ja auch erst Mitte November kommt. Weil es eigentlich noch gar nicht veröffentlicht sein sollte. Hier schon mal die Info für euch, weil wir natürlich auch am Puls der Zeit sein wollen. Die Veröffentlichung ist da, wir wollen drüber sprechen. Also machen wir das mal. Ne? Okay, dann gehen wir mal auf die heißen Karten. So, Archangel of Thune ist als Mythic Rare wieder dabei. Für 2 weiße, 3 farblose, 3/4 fliegend Lifelink. Immer wenn du Leben bekommst, legst du einen +1/+1 Karte, Counter auf jede Kreatur, die du kontrollierst. Ist ein richtig cooler Engel. Also ich finde, wir gehen ja ein bisschen in die Richtung, das ist jetzt für Draft-Format, da freut man sich natürlich, wenn man ihn zieht, aber auch so fürs Commander-Format oder so, ist es eine sehr, sehr coole, auch sehr, sehr teure Einzelkarte aus dem aktuellen. Aurioch Champion, das ist eine Turnier-Rare-Karte für 2 weiße, sagte 1/1, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Rot. Immer wenn eine andere Kreatur das Spielfeld betritt, bekommst du ein Leben. Der schöne Schutz, der leider nie wiederkommen wird. Ich vermisse das ein bisschen. Inwiefern? Schutz wird nicht mehr reprinted, also die Fähigkeit Schutz vor irgendwas gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Okay. Also hier hast du ihn jetzt praktisch so gesehen, schade. Letztes Mal, es sei denn, er kommt nochmal in so ein Master-Set oder in dem, so in der Art. Okay, gut, dann Everson, Angel of Hope ist dabei. 8 Mana, fliegend Vigilance, Unzerstörbarkeit, 8/8 und der Megakracher, andere Permanents, also andere bleibende Karten, die du kontrollierst, sind auch unzerstörbar.
Das ist wieder so eine Art Win-the-Game-Karte, die hat wieder so einen starken Impact, so einen starken Einfluss auf das Spielgeschehen. Ist natürlich auch teuer, aber das sind Brecher. Also da freue ich mich. Das ist so richtig coole, ja, starke Karte. Gut, so, dann haben wir auch eine teure Karte aus New Phyrexia damals gewesen. Elesh Norn Grand Cenobit. 7 Mana, 4-7 Vigilance, sagt andere Kreaturen, die du hast, kontrollierst, haben +2/+2, aber Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, kriegen -2/-2. Auch eine schöne Karte fürs Commander-Deck. Also wir merken, es ist Kreaturen. Die wurde immer reanimiert im Bestfall so, ne? Ja. Und dann hast du damit einfach deinen Gegner vertrimmt, weil er eigentlich nichts mehr hat. Ja, aber oder nur noch Unfug. Aber man merkt schon vom ersten Eindruck her, in Iconic Masters gibt es dicke Kreaturen, ne? Oder ja, coole Kreaturen. Was hast du davon? Du findest es cool, ne? Ja, ist cool. Also, so, was sind die Musics? Dann haben wir den Restoration Angel mit dabei. Für 4 Mana kann man ihn reinflashen, 3-4 fliegend. Und wenn er das Spielfeld betritt, dann darfst du eine Nicht-Engel-Karte exilen. Wenn du das machst, Exile Target Non-Angel Creature You Control, then return that. Also du flippst eine Karte, die du kontrollierst. Im Bestfall den Kiki-Jiki, der auch im Set ist, weil dann machst du dir innerhalb dieser Runde 1 Million von diesen Engeln, schlägst den Gegner damit tot, weil die alle Haste haben. Der Kiki-Jiki sagt ja, du kopierst eine Kreatur, du kopierst ihn. Dann nehmen wir den noch direkt einmal kurz mit rein, ja, der Kiki-Jiki, der ist nämlich auch drin. Und dann hast du einfach in dem Moment schon die Combo am Start. Du willst diese beiden Tiere irgendwie aufs Feld bekommen, das wurde in vielen Decks mit irgendwelchen Tutoren gespielt oder Effekten, die die ins Spiel bringen lassen. Beziehungsweise du hast einfach weiß gespielt, weil du ihn end of turn reinflashen konntest. Nächste Runde konntest du dir irgendwie den Kiki-Jiki suchen. Hast gekombo und dein Gegner war tot. Okay, dann schauen wir uns das gleich nochmal genau an. So, dann haben wir mit dabei den Zera Ascendant für ein weißes Mana 1-1 Lifelink, der aber sagt, wenn du 30 oder mehr Lebenspunkte hast, dann kriegt er +5/+5 und hat Flugfähigkeit. Und ich finde den einfach total cool, weil er so eine Karte ist, der kommt so heftig rüber, vor allen Dingen, wenn du den halt, ja, wenn wir jetzt mal nicht über irgendwelche Turnierformate sprechen, sondern sagen, ich spiele jetzt die Küchentisch Magic, ich spiele Commander, ich will einfach meine Multiplayer-Partien oder mein Deck so bauen, dass ich sage, hier, ich mache irgendwas mit, das haben wir ja immer wieder mit irgendwie Life Drain, Life Gain und dann haust du den dafür ein, weißt es mit rein, unglaublich stark, unglaublich cool auch, ja. So, Schwerter zur Flugschar, wollte ich noch ganz kurz sagen, ist mit dabei. Auch mal wieder ein Reprint einer alten Spontanzauberkarte, die unglaublich stark ist für ein weißes Mana. Spontanzauber, exalt eine Kreatur, der Kontrollierer bekommt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur, aber stark. Ja, dann haben wir einen Drachencycle dabei. Die Kamigawa-Drachen sind mit wiedergekommen mit neuem Artwork. Hier unter Weiß entsprechend Yosei the Morningstar, 6 Mana, 5-5 fliegend. Wenn der stirbt, kippt ein Zielspieler sein nächstes Entap-Segment und wir dürfen bis zu 5 Permanents entsprechenden Spielers tappen. Okay, ja. Du tappst 5 Sachen beim Gegner und er darf nicht mehr. Ja. So, gehen wir mal zu Blau. Da ist auch eine teure Karte mit dabei, Ancestral Vision. Ancestral Recall ist ja eine so der besten Magic-Karten, wenn nicht die beste Magic-Karte überhaupt, hier in abgewandelter Form mit Suspend 4 für ein blaues Mana. Nach 4 Runden wird immer ein Suspend-Counter runtergenommen, dürfen wir oder darf ein Zielspieler 3 Karten ziehen. No? Und Karten ziehen gewinnt das Spiel, das haben alle schon gelernt. So, Consecrated Sphinx ist dabei. Für 6 Mana, 4-6 Flying. Wenn ein Gegner Karten zieht, darfst du auch so viele Karten ziehen. Ich hab nicht verstanden, warum die Karte so teuer ist, aber sie wird hoch gehandelt. Also ist sie teuer? Ne, ja, sie wird auf jeden Fall. Das ist natürlich gut, einfach mehr Karten zu ziehen, weil wie du gerade gesagt hast, Kartenvorteil bzw. Karten ziehen gewinnt das Spiel. Ja. Also ich würde dann sagen, Kartenvorteil gewinnt das Spiel, egal in welcher Art und Weise du ihn dir so rausholst, wenn der Gegner das nicht kann, dann verliert er. Ja. Cryptic Command ist auch wieder mit dabei, auch eine sehr teure Karte. Wie gesagt, wir gehen auf die teuren Karten ein, jetzt hier als Rare-Karte. Ne? Genau, mit dem Handstop, ja auch mit neuem Artwork. Sprich mit der Hand. Man kann 2 Sachen wählen, man kann Spruch countern, Ziel permanent auf die Hand des Besitzers zurückbringen, alle Kreaturen tappen, die deine Gegner kontrollieren, also auch fürs Multiplayer geeignet, oder und die Karte ziehen. Also auf jeden Fall schön vielseitig einsetzbar. So,
Da sind wir schon da. Kommt da jetzt. Pflasterstorm ist mit dabei. Den gab es ja bislang nur in der Commander-Serie. Für ein blaues Mana instant countert der Ziel instant oder Sorcery Spell, außer der Controller bezahlt 1. Und wir haben die Storm-Fähigkeit mit dabei. So, jetzt eine harte Frage. Kannst du mir erklären, wie ich Storm beim Countern spiele? Das habe ich noch nicht gecheckt. Wie ich irgendwie würde Spruch stapeln und dann irgendwie, wie kann ich denn da irgendwie beim Countern Storm oder beim Storm Countern? Storm sagt ja, dass der Spruch für jeden vorhergegangenen Spruch kopiert wird. Ja. Ja, und dann zahlt er nicht mehr 1, sondern 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, wie viele Sprüche vorher gespielt wurden. Ja. Keine Ahnung, dein Gegner spricht was, du antwortest, er spricht noch irgendwas, du machst Pflasterstorm, 4. Ja. Dann muss er nicht nur 1 bezahlen. Ja, aber der wird ja dann 4-mal kopiert. Achso, also das ist also Counter. Er wird verstehe. Er wird einmal gespielt und jetzt dreimal kopiert, vorausgesetzt, 3 Sprüche sind vorangegangen. Jetzt habe ich es gecheckt. Kannst du immer wieder denselben Spruch anzielen und der Gegner muss im Endeffekt 4 Mana zahlen, um den durchzubringen. Also ich habe es jetzt gecheckt. Hast du es auch gecheckt? Nee. Nicht? Dann erklären wir das nachher nochmal. Aber ich hab Pflasterstorm jetzt kapiert. Das ist schon mal schön. Ich hoffe, ich habe es auch kapiert. Ne? Ansonsten könnt ihr das nochmal reinschauen. Aber ich habe es jetzt verstanden. Ja, alles klar. Dann ist ja einfach klar, das ist 4-mal. Vor allem, also, einmal mehr bezahlen. Es ist ja auch für jeden Spruch, der die gesamte Runde über schon gespielt wurde. Ne? Also ja, wenn der Gegner irgendwie in der Main Phase was macht, wie auch immer, du machst auch noch was zwischendurch und dann geht's über ein Combat, in der zweiten Main Phase geht's weiter und so. Du hast immer mehr Storm im Endeffekt. Ja. Und das ist das Krasse an diesem Spruch, dass es dann nur ein blaues kostet und... Ich habe jetzt super Counter. Dann erklären wir Julian das. Wenn du mal groß willst, dann will ich euch auch verstehen. Ne? In dem Format. Kann nicht Bladewing countern. Ja, genau. Jin Gitaxias Chorauguhr ist auch so eine komische High-Mana-Rare-Karte, Mythic Rare, 5-4 mit Flash. Die sagt, zu Beginn deines Endsteps darfst du 7 Karten ziehen und die Maximum-Handgröße jedes Gegners ist reduziert um 7. Okay. Macht der dann schon. Das ist auch eine Reanimator-Kreatur wieder gewesen. Ne? Ja, aber also der macht ja auch wieder den Sack zu. Der war krass und richtig gut, bevor Griselbrand da war. Ja. Da hat den jeder im Reanimator gehabt, weil das ist Kartenvorteil. Ja, natürlich. Krass. Okay, dann ja ganz harmlos dagegen ist hier der blaue Drache, ne? Kalkas the Tide Star ist wieder mit dabei. Der ist ne? überhaupt Schwächling. Sehr harmlos. Nein, okay, der ist 6 Mana, 5 Fliegen, war früher echt mal stark. Also Kalkas wurde dann zum Gute dran gehört. Ne? Wenn der stirbt, dann bekommst du Kontrolle über eine Zielkreatur. Ist ja auch schön, ne? Nimmst du aber Stärke. So, jetzt kommt das Reprint-Highlight des Sets, die teure Karte Mana Drain. Mit einem sehr schönen Artwork, finde ich. Ja, so die Karte des Sets ist Mythic Rare. Was sollte es auch anders sein? Kommt ursprünglich aus der Legends Edition, also irgendwie die dritte, vierte Erweiterung von Magic überhaupt. Damals ankamen, aber auch sehr teure, sehr, sehr spielstarke ankamen. Jetzt Mythic Rare Karte, sagt für 2 Mana Counter-Target Spell und zu Beginn der nächsten Main Phase bekommst du in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten entsprechend viele farblose Mana. Sprich, ich konnte deinen Bloodwing, der 6 Mana kostet, für 2 und in der nächsten Main Phase Bloodwing kriege ich dann 6 Mana, 6 farblose Mana. Hm. Und kann mir weiterlegen. Und das ist natürlich ein mega Kracher für 2 blaue Mana. Ist ja schon. Also, das ist die Karte, die möchte man als Magic-Spieler gerne haben. Ich habe den so Set oft gespielt, ohne danach irgendeinen Vorteil daraus ziehen zu können. So, weil du willst einfach was countern und dann so, ja, ich habe jetzt Mana. Ganz früh hat man damit ein Triskelion ausgespielt. Das war super oder Mirror Universe. Das war super interessant, als es noch Mana Burn gab, als du dir wirklich noch überlegen musstest, ob du den teuren Spruch damit countern willst, damit du das Mana nächste Runde auch ausgeben kannst. Ja. Sonst bist du einfach daran krepiert. So, viele schöne andere Sachen, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein, weil das sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Aber nochmal einen dicken Schwarz, den sind wir bei Schwarz hier. Ja, ich weiß, den dicken Schwarz wieder. Ne? Den Büssel Persecutor, ich weiß, das ist ja kein Problem. Das ist einfach ein großer, dicker Schwarz. Ja, der ist 6-6. Ab 5-5 gehören die zu den Dicken. Ne? Dämon Flying Trample, du kannst das Spiel nicht gewinnen und deine Gegner können das Spiel nicht verlieren. Du sagst das aber auch immer nur bei den schwarzen Karten. Ja, du sagst das nie bei Grün, Rot, Blau oder Weiß. Also, da muss ich nochmal. Also, auf jeden Fall ein schwarzer Fett. Jetzt kommt eine kleine dünne Kreatur, die aber unglaublich spielstark ist. Bloodgast spiele ich auch in meinem Vampir-Deck. 2 schwarze Mana, 2-1, ein Vampir, der kann zwar nicht blocken, aber
Und er hat Haste, das heißt, immer wenn ein. Ja. Er hat Haste, wenn ein Gegner 10 oder weniger Leben hat. Richtig. Okay, gut. Ne? Aber das Schöne bei ihm ist, was ihn eigentlich so nervig macht und was ihn so gut macht, ist die Landfall-Abilität. Fähigkeit, das heißt, immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, dann kann ich den Bloodgast aus dem Spielfeld wieder. Aus dem Friedhof wieder ins Spielfeld legen. Und das macht den unglaublich nervig. Und stark. Mhm. Ja, vor allem spielt man den mehrmals. Also rare, also rare, war damals rare, ist jetzt rare. Richtig coole Rare-Karte. Richtig starker Vampir auch. Ne, ist ja noch Vampir, kommt auch noch mit dazu. So, dann haben wir unter Schwarz den schwarzen Drachen. Kokusho, the Evening Star. Der auch so meiner Meinung nach coolste Drache aus dem Kamigawa-Zyklus. Der halt sagt, ja, für 6 Mana 5-5 fliegend. Und wenn der stirbt, verliert jeder Gegner 5 Leben und du bekommst entsprechend Lebenspunkte, die in dieser Art und Weise verloren wurden. Also auch schöne Multiplayer-Karte. Cool hin oder her, der war damals der wahrscheinlich meistgespielte von denen. Der war der meistgespielte, ja. So, schwarz. Shilo dreht ist als Mythic Rare-Karte mit dabei, so Whispering Run. 6-6 für 7 Mana, Swamp Walk. At the beginning of your upkeep, return target creature card from your graveyard to the battlefield. Okay, wir können eine Zielkreatur aus dem Friedhof direkt ins Spielfeld bringen. Und zu Beginn jedes Gegners Upkeep muss der Spieler eine Kreatur opfern. Ja, deswegen ist die auch wieder so eine Commander, böse, dicke, schwarze Kreatur. Also richtig mega böse. Also ihr seht, in Iconic Masters sind einfach wirklich auch richtig krasse Kreaturen mit dabei. Ja. Aber für die Turnierspieler ist auch was. Für die Turnierspieler ist auch was hier. Fortsize. Ist eine Turnier-schwarze Rare-Karte, die man auch besitzen sollte, wenn man sich fürs Turnierspiel im Modern-Format interessiert. Sagt als Hexerei, Zielspieler zeigt seine Hand vor und du darfst eine Nicht-Landkarte daraus wählen. Der Spieler entfernt oder wirft die Karte ab und du verlierst 2 Leben. Aber du siehst seine Hand, du nimmst eine Bedrohung weg, kostet 2 Leben und nur ein Mana. Das macht sie so gut. Und für den kleinen Geldbeutel ist Duress ja auch noch im Set. Genau. So, kommen wir zu Rot. Da scrollen wir. Drachen sind entsprechend von der Thematik auch mit dabei, wie wir sehen. Anger of the Gods ist auch mit drin, ist auch ein sehr guter Mass Removal für 3 Schaden. Da kommt als teure Karte der Kikijiki nochmal, den hatten wir gerade schon mal vorgestellt, hier nochmal einmal kurz vorgelesen. Für 5 Mana 2-2 mit Haste und für Tappen macht er einen Token, der eine Kopie einer nicht-legendären Kreatur ist, die du kontrollierst. Und dieser Token hat Eile. Und du musst ihn Ende der Beginning des Endsteps musst du ihn dann opfern. Damit, das ist halt mit dem Engel. Du schlägst damit den Gegner tot. Also du Engel und Kikijiki ins Spiel. Der Engel zielt den Kikijiki, also beziehungsweise der Kikijiki zielt den Engel an. Du machst eine Engelkopie. Die Engelkopie schickt den Kikijiki raus. Der kommt ungetappt wieder rein. Du zielst den nächsten Engel an oder ne? Und beziehungsweise immer den ersten und dann irgendwann hast du ganz viele Engel, die alle Eile haben und den Gegner tottreten. Okay, böse. Ja, also das ist ja. Magic ist ja immer so, wenn du so eine Killer-Kombo hast, ne, ist schon schön. Dann kannst du eine Schweinerei mitmachen. Magus of the Moon ist dabei, schaltet den Gegner aus, weil ja mittlerweile sehr viele Multiplayer, Multicolor-Länder gespielt werden. Sag das nicht, ich habe den schon so oft oder Blood Moon so oft liegen gehabt. Also okay. Es behindert den Gegner immens, aber es schaltet ihn nicht aus. Ja. Ne, also für 3 Mana eine 2-2-Kreatur, die sagt, Nicht-Basisländer sind Gebirge. So, der rote Drache mit dem neuen Artwork, Rusa ist ein Falling Star, 6 Mana, 5-5 fliegend. Wenn er stirbt, macht er 5 Schadenspunkte auf jede Kreatur ohne Flugfähigkeit. Ja, das ist du ja auch im Drachen-Commander-Deck, war der ja auch drin, ne? Genau, so, und als richtig, und als richtig teurer Drache ist der Thundermaul Hailkite mit drin, der jetzt als Mythic Rare, 5-5 fliegend Haste für 5 Mana. Und wenn der das Spielfeld betritt, macht er einen Schadenspunkt auf jede Kreatur mit Flugfähigkeit, die deine Gegner kontrollieren und du musst diese Kreaturen tappen. Okay, der macht ja halt den Weg frei, ne? Also, ich verstehe jetzt gar nicht, warum der eigentlich so teuer ist. Erstmal das Kosten-Nutzen-Verhältnis 5 Mana, 5-5. Flying Haste. Flying, Evasion, Haste, sofort schlagen, absolut unberechenbar für den Gegner. Plus. Er macht den Weg frei. Das Tappen, genau, alles, was da sonst noch so rumliegt, wo der Gegner vorher
in seiner Kampfmathematik sagt, okay, das kann ich blocken, dagegen kann ich mich verteidigen und. Du bist das rote Deck, du bist aggressiv, du willst deinem Gegner voll in die Fresse treten und irgendwann sind deine frühen Creeps relativ sinnlos. Dann kommt das dicke Ende, genau, und dann wird einfach gefinished. Also, ja, der ist schon ziemlich gut. So, kommen wir zu Grün. Da ist interessanterweise Channel mit dabei. Die Karte, die ja, glaube ich, zuletzt in der Revised-Edition enthalten war, sagt für 2 grüne Mana als Hexerei, bis zum Ende des Zuges, anytime you could activate a Mana Ability, you may pay 1 life und du kriegst ein farbloses Mana. Hier so, das ist die alte Channel Fireball-Kombo. Also das heißt, du kannst Lebenspunkte bezahlen, kriegst ein farbloses Mana. Ne? So, da können wir also dann wirklich irgendwelche bösen Sachen reinwerfen und sagen, wir wollen halt eine starke Sache sprechen, die halt, ja, entsprechend und können Lebenspunkte für farbloses Mana bezahlen. Und das halt, ist natürlich in welchem Format ist das Ding erlaubt, ne? Außer im Vintage? Das ist nur ein Vintage-Format. Und in dem Draft-Format, wenn du halt Iconic Masters draftest, das wird ja irgendwie... Ja, da ist dann aber relativ unwahrscheinlich, dass du dann noch irgendwas hast, was du dann direkt damit zusammenschmeißen kannst, was den Gegner komplett in Stücke reißt. Ja, du kannst ja nicht bei Veldelas, da kannst du natürlich irgendwelche dicken Dinger da, ne, dann so sagen, hier, ich zahle mal Lebenspunkte. Ne? Und hau da mal so ein Viech auf den Tisch. Okay. Also es wird schon die Möglichkeit geben, einfach mal Channel zu spielen und sonst, vielleicht einfach mal so ein bisschen Oldschool-Magic mal wieder mit so einem Oldschool-Magic-Touch da mal reinzubringen. Ich erinnere an irgendjemanden, der auf eurem Turnier mal im Legacy damit bis, glaube ich, Runde 4 gekommen ist. Dann spielt er gegen mich und tötet mich damit und ich denke mir so, das ist nicht legal, was machst du hier? Judge. Ja, und raus. Wie kann er damit bis in Runde 4 kommen? Natürlich gewinnt er jedes Spiel in dem Moment. Ja, ja. Mit 4 Channel im Deck oder so. Hat aber keiner gecheckt. Okay. Ja. Ja. Wie lange ist es her? Och, Jahre. Okay. Ja, gut. Ja. Gut. So, der grüne Drache wäre Yugan the Rising Star. 6 Mana, 5/5 fliegend. Wenn der stirbt, darfst du 5+1/+1 Counter verteilen auf eine Anzahl an Zielkreaturen. Schöne Karte ist Lotus Cobra ist dabei. Für 2 Mana als Rare Karte 2/1 mit der Landfall-Fähigkeit, wenn ein Land das Spielfeld unter deiner Kontrolle betritt, dann darfst du 1 Mana in der Farbe des Landes zu deinem Mana-Pool dazu addieren. Das heißt, das ist ein guter. Und generell für 2 Mana 2/1 ist auch sehr schön. Ne? Wie viel Mana macht ein Fetchland, wenn die liegt? Das ist eine gute Frage. Sag mal, du bist jetzt nicht überwissen, ich hätte noch nicht. Ich spiele ja kein Modern. Lotus Cobra liegt. Ja. Fetchland legen. Ja. 1 Mana. Ja. Fetchen, das nächste Land, noch ein Mana, das Land tappen, noch ein Mana, 3. Cool. Ja. Krass. Mhm. So. Primeval Titan. 6 Mana, 6/6 Trample. Wenn Triumvirate Titan enters the battlefield oder wenn er ins Spiel kommt oder angreift, darfst du deine Bibliothek nach bis zu 2 Landkarten durchsuchen und sie getappt ins Spielfeld legen und dann deine Library mischen. Mythic Rare. Ist leider kein Valakut in der Edition drin. Okay, und noch ein dicker, aber so dicke, teure, hohe Mana-Kreatur. Jetzt sagst du, es ist ein dicker Grüner. Ein dicker Grüner. Gut. Ja. So kurz vor der Bundestagswahl. Guck mal, ein dicker Grüner. Ne? Burin Klecks Voice of Hunger ist auch mit dabei. 7/6. Trample. Wenn du ein Land für Mana tappst, bekommst du ein Mana in der Farbe, die das Land produziert. Und immer, wenn ein Gegner ein Land für Mana tappt, enttappt das Land nicht während der nächsten Enttappphase. Ja, stärkt dich, schwächt ihn. Okay, und 7/6. Tempel, ja, ne? Gut. Bladewing! Ja, ne? Mit einem neuen Artwork. Ne? Sieht doch böse aus, ne? So ein bisschen alter, ne? Obwohl er nicht so frisch aussieht, aber er sieht böse aus. Ja, der ist ja auch der Auferstandene, ne? Also vormals ein bisschen angerüstet. Nicht so ganz so frisch mehr. Ja. So, dann Glimpse Unthinkable ist als teure Rare-Karte mit dabei. Sagt, der Zielspieler muss die obersten 10 Karten seiner Bibliothek in seinen Friedhof legen. Ja, kann man selber auch für uns benutzen, wenn wir irgendwas reanimieren wollen, irgendwelche Reanimator-Decks, aber natürlich ein Gegner löst das auch schon ganz gut was weg. So, dann wieder als Turnier-Rare-Karte Knight of the Reliquary für 3 Mana weiß-grün, ein farbloses 2/2 Human Knight, der sagt Knight of the Reliquary get +1/+1 für jede Landkarte in deinem Friedhof. Und für Tappen kannst du in Forest oder Plains opfern und deine Bibliothek nach einer Landkarte suchen und sie ins Spielfeld legen und dann deine Bibliothek
Kupfern. Das heißt, der dünnt deine Library aus und macht sich selber stärker. Ja, ich wollte sagen, der dünnt deine Library aus ist so der schwächste Effekt von ihm. Also ich glaube, man kann mit ihm Kombos spielen, man kann ihn selber einfach nur stark machen und draufhauen, man kann sich nützliche Länder suchen, die das Spiel irgendwie beeinflussen. Ich habe ihn am Anfang gehasst wie die Pest, weil ich nur von ihm auf den Sack bekommen habe und ich mich immer geweigert habe, ihn zu spielen. Mittlerweile werden wir sowas wie Freunde. Okay. Lightning Helix, also sehr starke An- wir haben sehr, sehr starke Ankamenkarten im Set. Lightning Helix hier entsprechend. Ein weißes, ein rotes Instant macht 3 Schadenspunkte auf Kreatur oder Spieler und wir bekommen 3 Leben. Und das macht sie so gut. So, und dann noch, um kurz mit reinzunehmen, Supreme Verdict, als wir räumen einmal die Platte, ne, für 4 Mana insgesamt, ein blaues, 2 weiße, ein farbloses, kann nicht gecountert werden und zerstört alle Kreaturen. So, ja, genau. So, kommen wir zu den Artefakten. Sehr schöne, früher ankam jetzt Rare-Karte, aber sie ist wieder da. Aetherweil, auch eine für 1 Mana, sagt sie als Artefakt, zu Beginn deiner Abkeep-Phase, also deiner Versorgungsphase, darfst du einen Counter drauflegen auf die Aetherweil und dann für Tappen, du kannst eine Zielkreatur mit umgewandelten Mana-Kosten gleich der Nummer auf Marken auf der Aetherweil von der Hand ins Spielfeld legen. Das ist eine Karte, die hat ja in alle möglichen Turnierdecks reingeschafft. Ne? Sie unglaublich stark ist. Also ja. Die ist zu Recht teuer und stark und toll. Es ist wunderschön, sie End of Turn einfach mal zu aktivieren, weil dann muss der Gegner antworten. Antwortet er irgendwas? Viel Spaß. Du musst dann nichts droppen in dem Moment. Hm. Du kannst sie einfach mal aktivieren, du musst ja nichts auf der Hand haben. Mal gucken, was der Gegner so macht. Ja. Das ist eine schöne Karte. Und ansonsten einfach extra Kreatur reinbringen, weiß ich nicht, im Goblin-Deck, im Merfolk-Deck. Aetherweil gewinnt. So, dann noch eine richtig teure Ankam-Karte. Jetzt als Ankam auch wieder als Reprint mit dabei. Mishras Bauble. Für 0 Mana zu legen, das Artefakt. Wir können es opfern und können uns die Zielkarte einer Zielspielers Bibliothek anschauen und dürfen eine Karte zu Beginn des nächsten Upkeeps ziehen. Warum ist die so teuer geworden? Weißt du es? Die ist ja irgendwie bis auf irgendwie 20 Euro hochgeknallt. Ja, richtig, genau, weil Decks aus dem Boden gekommen sind, die daraus Nutzen gezogen haben, dass das Ding entweder ein Spruch für 0 Mana ist, der dir Kartenvorteil gibt, ja. Plus eben, wie gesagt, dass es ein Spruch ist, den du spielst, wovon andere Karten bezuschusst wurden, sowas wie Monastery of Swift Spiel zum Beispiel oder so, mhm. Oder aber eben davon, dass du für 0 ein Artefakt in den Friedhof legen konntest, was dir eben Kartenvorteil und auch ein bisschen Wissen über die gegnerische Seite gegeben hast, ja. Wenn du sowas wie Delirium aktivieren wolltest, mhm. Für Tutoren wie Traverse the Open Vault und so. Okay. Also es hat, sagen wir mal so, die zeitliche Entwicklung hat Karten gebracht, die dann von der Bauble profitieren konnten und deswegen gingen die dann irgendwann ab, weil sie dann zur Turnierkarte wurde. Okay. Gut, gehen wir weiter. Oblivion Stone ist mit dabei für 3 farblose Mana Artefakt, das dann sagt, für 4 Mana kommt eine Schicksalsmarke drauf, auf ein Zielpermanent, nicht auf ihn, auf ein Zielpermanent. Und für 5 Mana und Tappen können wir ihn opfern und dürfen alle Nicht-Land-Permanents ohne einen Fade-Counter drauf zerstören. Du machst niemals Fade-Counter. Also keine Ahnung, super selten. Vielleicht macht man mal einen Fade-Counter oder so, aber eigentlich macht man nie Fade-Counter. Eigentlich legt man das Ding hin, um die Platte zu putzen. Ja. Wenn man selber gerade nichts hat, was davon irgendwie getroffen wird. Und dann vermöbelt man den Gegner. Okay. Tran-Dynamo ist noch mit dabei, ne? Einfach als Mana-Beschleuniger. Hatten wir auch in Commander, glaube ich, zuletzt noch mit dabei. Aber ansonsten ist die Karte auch sehr alt, sehr alter Reprint aus Ursas Destiny seiner Zeit. Für 4 farblose Mana können wir es tappen, nachdem es im Spiel ist. Und da gibt es uns immer 3 farblose Mana. Also gibt auch einen guten Mana-Boost. So, Länder sind dabei, diverse. Wir stellen nur noch 2 vor, und zwar auch vormals sehr teure Länder. Grove of the Burn Willows. Sagt, für Tappen, es gibt dir direkt farbloses Mana oder auch für Tappen gibt es dir direkt rotes oder grünes Mana und jeder Gegner bekommt einen Lebenspunkt. Also der Drawback ist ertragbar. Ne? Und wurde sogar zu dem eigenen Vorteil genutzt in Kombination mit Punishing Fire. Ah, guck an. Weil Punishing Fire einfach für ein rotes 1 sagt, 2 Schaden irgendwo hin. Hm. Und wenn der Gegner Leben kriegt, kannst du ein rotes bezahlen und das aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Ah, okay.
Und die beiden in Kombination, du hast immer wieder Burn, immer wieder einen Schuss. Du kannst auch ganz langsam den Gegner kaputt nagen. So, letzte Karte, die wir vorstellen, ist Horizon Canopy, das weiß-grüne Land. Da ist es so, da müssen wir ein Leben bezahlen, bekommen dann aber direkt ein grünes oder ein weißes Mana im Pool und für ein farbloses und tappen, sacrificen, ziehen wir eine Karte davon nach. Das heißt, das ist ja auch ein sehr guter weiterer Effekt für das spätere Spiel, wenn wir keine Lebenspunkte mehr verlieren wollen, nur noch andere Mana aufgebaut haben. No? Das ist situationsabhängig, aber das sind ja so Länder, die möchte und kann man vielleicht auch mal mit dem Light finden. Okay, gut. Dann haben wir euch jetzt einmal die Top-Karten aus Iconic Masters vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gewonnen. Ansonsten ist der Spoiler auch offiziell. Das heißt, ihr könnt mal unter Magic Gathering auch nochmal nachschauen. Da sind nochmal alle Karten im Bild. Sind ja noch ein bisschen weg, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Aber das so von uns als ersten Eindruck. Dann abschließend noch ganz kurz, was kommt von uns zum Wochenende? Da werden wir sehr wahrscheinlich wieder ein Deck of the Day online bringen. Eventuell kommt noch eine Yugi-Veröffentlichung. Müssen wir mal schauen, wann das jetzt online geht. Also schaut mal drauf. Und ansonsten ist ja Pre-Release mit ein bisschen Glück. Wir spielen natürlich auch selber mit, aber da filmen wir den vielleicht auch nochmal ein bisschen ab. Und dann wird es nochmal einen Pre-Release-Content geben. Dann könnt ihr mal gucken, was bei uns im Trading Card Superstore oder auch auf dem Dürmler-Turnier so abgegangen ist. Gut, dann zum Schluss noch ganz kurz von uns wieder die Bitte bzw. der Aufruf. Abonniert den Kanal, liked die Videos, informiert Freunde, schreibt in die Kommentare rein. Ne, wir lesen das entsprechend, freuen uns da auch, dass die Diskussion untereinander auch zunehmen, dass da mehr mittlerweile sich ausgetauscht wird. Ganz, ganz toll. Ihr dürft auch gerne da euch wirklich rege beteiligen, auch eigene Ideen mit reinbringen oder auch Decklisting veröffentlichen, Fragen stellen. Wir lesen das entsprechend und es wird ja mittlerweile auch gelesen. Also da sind wir auf einem guten Weg, aber unterstützt uns weiter. Was ich sehr interessant fand, war, wie viel kostet XY gerade bei euch im Shop? Ja. Du bist gerade im Internet, mein Freund. Wie wäre es, wenn du den Shop besuchst? Dem habe ich auch den Shop reinkopiert. Gesagt, guck einfach nach, wie viel es gerade im Shop kostet. Genau. Das ist wahrscheinlich nicht so weit entfernt, wenn du gerade auf YouTube am Schauen bist. Ja, ja. Aber das kriegen wir alles hin. Ne? Gutchen. Ja, dann sind wir raus. Wünschen euch viel Spaß mit dem Pre-Release von Ixalan und sehen uns spätestens nächste Woche. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.